Opel Agila Autotest SelzerMcKenzie. Dem Autor Herrn SelzerMcKenzie wurde der neue Opel Agila zur Verfügung gestellt und dieses wochenunbekanntes Zeichenende feiert er seine Premiere bei den Opel-Händlern, der neue, nur 3,74 Meter lange Agila. Trotz der Kürze reicht der Platz für bis zu 5 Passer unbekanntes Zeichen Giere, wird die Rückbank vorge unbekanntes Zeichen klappt, lassen sich bis zu 1050 Liter Gepäck verstauen. Die zweite Agila-Generation lockt mit frischerem Design, Komfort unbekanntes Zeichen ab leerem Fahrwerk, exakterer Lenkung, besserer Sitzposition. ESP gibt's gegen Aufpreis, 360 Euro. Los geht die Preisliste mit dem 65 PS starken Drill zu unbekanntes Zeichen Linder, 160 km pro Stunde, 0 bis 100 km pro Stunde in 14,7 Sekunden, Verbrauch 5,0 Liter / 100 km, CCH 120 Gramm pro Kilometer, für 9.990 Euro. In der Editionsausstattung ab 12.800 Euro. Sind Klima, Zentralverriegel unbekanntes Zeichen. Long, CD-Radio oder Elektri unbekanntes Zeichen. Schee-Außenspiegel schon drin. Neben dem Drehzylinder steht noch ein 1,2 Liter VR2 unbekanntes Zeichen. Linder mit 86 PS zur Auswahl. 175 km pro Stunde, 12,3 Sekunden. 5,5 Liter. CCH 131 Gramm pro Kilometer, ab 13.700 Euro. Und ein partikelgefilterter 1,3 Liter Diesel mit 75 PS, 165 km/h, 13,9 Sekunden. 4,5 Liter, CCH. 120 Gramm pro Kilometer, ab stolzen 16.010 Euro.